Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei 3 vs. Schrott und heute immer noch nur mit Sashi. Zogger ist noch aushäusig. Ja, genau. Hallo. Wir sehen, auch hier wird massiv umgerovert. Ja, ist dringend notwendig. Er hat gute Dienste gemacht, aber er muss ein bisschen hübscher werden, er muss ein bisschen mehr Funktion bekommen. Ja, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich es einfach riskiere und den alten Rover zerlege. Ja, komm, weißt du was? Wir haben jetzt ein bisschen Zeit und falls wir dann doch noch nicht fertig werden, dann das erste Mal bei irgendwie mit. Ist ja nicht das erste Mal dann. Ja, genau, richtig. Außerdem. Achso, wir haben auch die Leakfinder-Mod installiert. Und ja, man sieht schon, wo das Leck ist. Das können wir leider nicht stopfen. Es ist mitten im Raum einfach. Das ist ein ja, bisschen das war dämlich. Schwierig. Ja, da ist die Abfrage, die funktioniert wohl nicht so ganz mit Smallgrid. Das heißt, wir brauchen große Teile. Also, es sollte eigentlich luftdicht sein. Ja, sollte. Sollte, müsste, könnte. Da schauen wir dann aber mal, wenn wir die passenden Teile gefunden haben. So, höher, größer, breiter, sagen wir, ne? Jo. Genau. Ich glaube, alles funktioniert. Und jetzt kann ich natürlich auch nicht mehr laden im Rover. Da legen wir uns mal kurz ins Bettchen. Ja, dann werde ich jetzt hier mal so langsam. Hast du noch ein Vent an deinem Rover? Nee, ne? Nee, ich glaube, der hat auch das zeitliche gesegnet. Naja, okay, Survival Kit kann ja immer noch laden. Da ist ja noch einer dran. Dann ist alles gut. Jetzt hat die sich wieder verklemmt. Batterie, brauchst du Hilfe, oder? Nö, alles gut. Ich muss halt hier nur ein paar Blöcke weghauen. So, jetzt ist sie frei. Und dann kann ich sie nämlich jetzt hier einfach schön rausziehen und dann wird die auch gleich standesgemäß transferiert. Du hast nur knallen die ganze Zeit. Ja, okay. Ja, das passt schon. So, dann würde ich sagen, dann packen wir das, wenn wir das ein bisschen symmetrisch machen wollen, kommt die dann hier hin. Wobei es eigentlich nicht symmetrisch ist, weil das ist noch zu weit außen. Zu weit innen. Die ist praktisch zwischen der ersten und der zweiten Achse, das heißt, dann sollte ich das hier hinten machen. Und natürlich immer mal sich jetzt selber dran denken, ich glaube zwar theoretisch müssen auch die Columns hier verbunden sein, aber man weiß ja nie. Sicherheitshalber mal noch eine Blöcke hingezogen. Geht so schnell, dass man was wegnimmt und dann ups. Ja, und da habe ich gerade mein Grid geteilt. Schön, Träumchen, danke. Und dann geht wieder der ganze Krempel mit Merchblöcken und Co. los. Nö. Ja, nee, muss nicht sein. Lieber mal auf Nummer sicher gehen. Ja, also die 2-3 Handgriffe mehr im Voraus können sich dann im... Lohnen sich eigentlich immer. Ja, können sich dann durchaus irgendwie retten. Außerdem ist hier eh was falsch. Das müssten 5 Blöcke sein, hier sind es aber nur 4. Was habe ich denn da schon wieder verzählt? Mist. Ah, das ist ja der Klassiker, ne? Ja, naja. Nee, Quatsch, warte mal, passt schon. Ich bin nur so dumm zum Zählen. Alles gut. Auch ein Klassiker. Ja. So, dann kann ich die jetzt hier reinlassen. Und Merch blocken. Und bumm. Nö, so schlimm ist nicht. Na gut.
das war asymmetrisch, das muss ja, also irgendwie sind plötzlich noch fünf Power Cells irgendwo gelandet. Die habe ich jetzt. Ja. Hatten wir die noch auf der Base? Anscheinend, entweder oder gerade eingeladen, ich weiß es nicht. Kann auch sein. Ich hatte auch vorhin irgendwann mal Inventar leer gemacht. Wenn das da noch welche drin waren. Hier ist ja praktisch, dann fehlen jetzt nur noch. Na? Warte. Vier Stück um das Ding. Ja, nee, nicht Mathe gucken war das Problem. Achso, ja. Die Dings, die Blockanzeige wollte sich gerade nicht so richtig, wollte nicht gerade so richtig, wie ich wollte. Ah, ja. Da fehlen noch vier Energiezellen, das ist machbar. Auch treibbar. Ja. Wir haben Wasserstoffmotoren hier noch. Ja, würde ich auch noch verbauen. Wegen Energiezellen. Ach so. Das eine, da haben wir noch ein, da ist zwei, hast du auch noch eine? Du hast leider keine. Also wir hätten noch zwei Tatsache hier. Einen habe ich noch im Rover. Echt nur eine, ne? Ja, aber eine fehlt dann halt. Mäh. Oder sehe ich noch irgendwas hier? Nee. Ja, fehlt echt nur eine. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, ist halt auch immer so. Ja. Gut, das heißt, hier kann ich jetzt schon mal den ganzen Blockkrempel wieder weghauen. Ist spannend, so ein Rover-Umbau, wenn man halt nicht alles einfach wegnehmen kann und neu bauen kann, ne? Ja, das ist eigentlich, ich muss ja aber sagen, das finde ich an der Mod halt auch so witzig. Ja, auf jeden Fall. Dass du dir halt irgendwie nochmal ganz andere Gedanken darüber machen musst, wie du baust. Und dann auch zusätzlich ohne Jetpack. Ja. Ja gut, das ist Tatsache bei Rovern, finde ich es fast noch okay. Wenn du ein Fluggerät hast, die sind ja meistens ein bisschen größer, da wird es dann echt schwierig teilweise. Ja. Ich höre auch die ganze Zeit einen Kolben. Ist das bei dir? Was ist mein Kolben? Was, ein Kolben? Ja, ein Kolben, der immer hoch und runter geht die ganze Zeit. Das könnte dann wahrscheinlich der Kolben bei mir sein. Wo haben wir denn einen Kolben, der hoch und runter geht? Ja, eigentlich gar nicht, aber ich glaube, ich höre nur den Sound davon. Ja, ich glaube, das ist mein Kolben, der hat irgendwelche Probleme, hat er. Kontext hilft. Ja. Achso, ja. Der Kolben an meinem Rover. Mann, ey. Aber ja. Ach, Mann. So, jetzt ist natürlich die ganz große Preisfrage. Wenn ich da oben jetzt Dinge anbaue, dann explodiert alles. Ach so, das ist ja normal. Ja. Welcome to Space Engineers. Das wird mir aber eigentlich zu hoch. Ja gut, dann im Zweifelsfall ist es halt so, dann ist der Connector halt einfach nur zum Strom aufladen und eben nicht zum Teile transferieren. Ja, habe ich auch einen. Das ist fein. Obwohl, du hast ja Frachtantenner, ne? Ja, schwierig dann. Ja, noch habe ich keine. Na, einen kann ich dir wie gesagt anbieten, ne? Haben wir hier noch einen? Schon mal anfangen. Na gut, die Idee dahinter ist jetzt irgendwie aber auch. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich das baue, weil da bin ich mir selber noch ein bisschen uneins. Ja. Oh, schön, ein bisschen Zeit zum Bauen haben. Ja, auf jeden Fall. Aber wir mussten natürlich viel fahren, logisch. Ja, weil ohne Teile zum Bauen ist halt auch nichts mehr damit. Nee, das ist schlecht, aber jetzt muss ich ein paar Minuten hier rein. Bauen, auch nett. Okay, und da gehen die Computer aus, wie immer. Brauchst du dringend welche? Ich glaube, ich kann beim. Ja, wenn ich hier den Rover zerlege, da kommt schon genug raus. Das ist ja, okay. Nicht so das Problem. Ich habe halt echt mit Ressourcen nicht gespart, deswegen können wir da auch Sachen wieder zurück machen für die Basis. Ja, ansonsten bin ich halt hier gerade noch dabei, die ganzen
ganzen Gyros gerade umzusetzen. Auch schön, ja. Weil ich befürchte, er wird ein paar brauchen bei der Größe. Also zumindest, wenn er sowas wie Flugkontrolle haben möchte. Flugkontrolle, ja, wichtig bei uns. Ja, auf jeden Fall. Wieder alles am Start, nur kein Computer. Sehr schlau. Wichtig ist jetzt erstmal fahrbereit wieder sein, falls wir irgendwann mal losfahren. Aber das könnte noch ein bisschen dauern, würde ich mal behaupten. Ja, da brauche ich auch noch ein paar Minuten, bis ich da hinkomme. Ja, Minuten ist gut, ja. Das war die optimistische Version. Okay, da bin ich beruhigt. Moment, ich habe noch nicht mal ein Cockpit im Moment. Ja, okay, dann wird's mit... Ja gut, hab ich auch nicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird's gut Industrial werden jetzt in dem Fall. Ich muss überlegen, ob ich das Cap nehme, das war auch sehr schön, aber... Ja, ich baue tatsächlich diesmal ein offenes Cockpit. Du meinst begehbar? Begehbar, ja, so rum. Nicht offen. Jetzt ist aber hier, jetzt wird hier aber nicht gekleckert. Nee, raus mit dem Kram. Energy low. Ich muss das vielleicht jetzt alles weg hier. Das ist alles im Weg. Ich sehe es schon kaum, Zocker kommt zurück, ne, irgendwie. Ja, wir haben mal zwischendrin was gemacht, da stehen wieder zwei riesen Rover daneben dran. Wir haben hier noch ein Spaceship, wir waren noch ein bisschen im All, kein Problem. Genau. Okay. Ja, wobei, das könnte ein bisschen schwierig werden. Wenn wir ihm das vorher erzählen, wird er es uns auch nicht glauben. Bin ich mir sicher. Ja. Dafür geht unterwegs zu viel kaputt. Oh, ich habe jetzt auch gerade das Script gekillt mit unseren Toten, aber passiert das jetzt natürlich auch nichts. Ja, ich habe eh das Gefühl, das funktioniert nicht ganz sauber. Hat das jetzt irgendwie neulich auf dem Server mal gehabt, dass das Ding irgendwas gezählt hat und es hat einfach nicht mit dem übereingestimmt, was tatsächlich passiert ist. Naja, okay. Das mittig. Kriege ich keine Batterie rein, ist ja doof. Ah, da ist ein Gyro. Oh ja, davon haben wir ein paar, glaube ich, ja. Na. Gar nicht so viele, wie man meinen möchte. Ein? Ich dachte, wir haben da so viele reingeschmissen. Ja gut, wir brauchen natürlich auch ein paar und wir verbrauchen auch ein paar. Ich habe jetzt allein schon 4 Stück anmontiert. Ja, okay, wenn du natürlich nachher irgendwann Frachtcontainer verbaust, dann hast du natürlich auch ein bisschen Gewicht, ne? Eben. Deswegen dachte ich mir mal, irgendwie mit 2 wird es vielleicht ein bisschen dünn. Ja. Sagt er und er und baut nur 2 ein. Nee, wie gesagt. Ja, vielleicht wird gerade angeklemmt. Na komm. Geht doch. Gut, damit haben wir... Was ist mit dem los? Der steht auf Override, ne? Ja, lass das bitte. Ach, einfach mal testen. Wie ein Alligator dann, der Rover. Okay, was ich vielleicht machen kann, auch wenn das natürlich nicht dazu nicht perfekt sein wird, aber ich könnte zumindest versuchen, hier noch einen Conveyor-Converter reinzupatschen. Und dann kann ich dann später hier irgendwie was basteln, an dem dann, was ich zumindest irgendwie mit den werdenden Containern verbinden kann. Mhm. Auch wenn es sicherlich nicht alle Teile irgendwie rüberschubst, aber egal. Das sehen wir am Ende dann. Ja, das ist halt ein bisschen das Problem mit dieser Geschichte, dass du halt einfach irgendwie
diese Trennung im Small Grid hast, dass du halt irgendwie entweder ein 1x1 oder ein 3x3 hast und ja, bis 1x1 halt irgendwie nicht alle Teile durchpassen. Ja, das stimmt, ja. Aber macht es natürlich die Designs, macht sie vielleicht auch manchmal schlechter, aber auch oftmals bestimmt auch interessanter. Ja, auf jeden Fall herausfordernd, das ist ja klar. Energy critical. Jetzt den guten Mirror-Mode, ne? Oh ja, oh ja. Und da fällt mir ein, ich habe schon wieder nicht... ich wollte immer unbedingt mal die Survival-Mirror-Mode ausprobieren. Hm, habe ich auch noch nie getestet. Und irgendwie tue ich es dann die ganze Zeit nicht. Ich meine, es ist auch so, schon so gewohnt, ne? Ja, genau. Aber man macht es eigentlich nur ein bisschen einfacher damit. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Ja, wenn sie dann richtig funktioniert. Das ist noch die nächste Frage. Ja. Ja, ja, das stimmt. Oh, mein Rover hat auch gar nicht mehr so viel Strom, sehe ich gerade. Okay, das sollte ich lassen. Okay, aber ich glaube, das kann man hier schon mal irgendwie... Damit kann man anfangen. So, was haben wir hier? No energy. No energy. Ach, auch schön. Dauert auch immer am Survival Kit. Ja, und wo ich mich jetzt gerade gar nicht drauf freue, ist, dass das jetzt hier irgendwie alles durchgezogen werden will. Was ziehst du wo durch? Naja, siehst du hier dieses kleine gelbe Ding bei mir? Ja, warte, ich komm rübergelaufen. Das kleine gelbe Ding. Ja. Die Plattform da oben. Ja. Die geht jetzt von vorn bis hinten durch. Eine interessante Konstruktion. Ich habe jetzt gerade in meinem Kopf ein bisschen zu verarbeiten, aber. Hirnhexe hat einen Fehler geworfen. Ja. Ich komme in 5 Minuten nochmal vorbei und guck mir das mal an. Ja, mach das. Vielleicht kriegt mein Hirn das dann eher zusammen. Wo ich mich gar nicht drauf freue, ist zusammenschweißen. Das macht Spaß. Ups. Achso, warte mal, war das jetzt die Batterie? Nee, natürlich war es nicht die Batterie. Ich weiß es. Wir haben die, glaube ich, noch gar nicht anmontiert. Ne? Die haben jetzt irgendwo erstmal nebenhin gestellt und fertig. Die große, ja, die, da kümmere ich mich gleich nochmal drum. Aber ich hätte meine Rover-Batterie hier gerade. Die leider nicht so wollte wie ich. Hm? Ich verbaut tatsächlich die großen Container. Wäre natürlich auch eine Option zur Not. Da haben wir aber auch nur einen, ne? Das ist halt, du verbaust einen großen und dann findest du nur noch kleine und verbaust einen kleinen, findest du nur noch große. Richtig. So, aber erstmal Strom holen. Sonst ist hier gleich nichts mehr mit bauen, sondern eher so, wo war meine Leiche? Ich weiß halt immer nicht, also ich finde diese Halbtüren irgendwie geil, aber bisher war ich noch selten inspiriert, sie wirklich irgendwie mal so richtig zu nutzen. Soll ich mir was sagen? Es ist das erste Mal, dass ich die quasi benutzt habe. Ich dachte, ich versuche es jetzt einfach mal und ich dachte, okay, entweder freut euch das oder irgendwer meckert darüber und dann bauen wir andere hin. Gucken wir mal, was Zocker dazu sagt. Ja, geht gar nicht. Geil, wer baut so einen Kram? Wobei, hat, glaube ich, immer noch mehr Anwendungsfälle als Willis Ducks. Als was? Diese komischen, also im Englischen heißen sie Willis Ducks, ich sag mal, diese Jeffreys-Röhrenverschnitt-Dinger da. Oh ja, das ist, glaube ich, sehr spezielle Anwendungsweisen, wo man die benutzen kann, aber viel, glaube ich, nicht.
Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Wenn sie, weißt du, sie wären ja wenigstens. Die Idee ist ja irgendwie ist so ein bisschen so wie ich diese Blöcke verstehe, dass du dann da irgendwie dann halt das irgendwie sozusagen, ja, wie soll ich das ausdrücken, dass du im Grunde genommen ja halt irgendwie dann auch da in der Luft, also irgendwie einerseits durchlaufen kannst und andererseits irgendwie auch Luft dadurch transportieren kannst. Nur, was halt komplett sinnfrei ist, ist, dass sie halt ansonsten null Nutzen haben. Ja. Und ich meine, wenn du jetzt irgendwie ein Welt- und Schiff baust, dann willst du ja genau nicht, dass irgendwie die Luft von jedem Teil deines Schiffes in jeden Teil kann, weil spätestens, wenn da mal irgendwie gegen Felsen geflogen wird. Könnte passieren, ja. Ja, dann hast du halt sofort dein komplettes Schiff irgendwie einmal durchventiliert. Also kurzum, das macht auch wenig Sinn. Ja. Weiß nicht, ob es dafür eine Mod gibt, aber es wäre unglaublich cool, wenn man die, das mit Sensoren steuern könnte. Wenn Sensoren Vakuum feststellen, dass dann Türen zum Beispiel geschlossen werden. Das geht auch nicht, ne? Nicht, also nicht ohne Mod auf jeden Fall. Aber die Idee finde ich trotzdem geil. Ja, finde ich auch super, super cool. Aber habe ich so jetzt auch. Also ich habe noch nie eine Mod dafür gesehen. Gibt's bestimmt. Oh, Rover hat wieder Power. Rover hat Power, Rover glücklich. Rover glücklich. Nur schade, dass das Survival Kit nicht symmetrisch ist. 1, 2, 3, 4. Achso, und mein Rover ist asymmetrisch. Schade, dass das Survival Kit nicht asymmetrisch ist. Ich denke, das ist okay. Da könnte da noch einer rein. Das passt. Warum? Na, ja, wenn schon richtig. Wenn wir jetzt mal Zeit haben, dann können wir auch mal Gas geben, ne? Ja, wohl wahr. Wohl wahr. Weil sonst immer so ganz schnell mal eben bei was repariert. Ist auch funktioniert, aber jetzt haben wir mal kurz ein bisschen Zeit. So, ist jetzt diese Tür auch gegenüber, ja. Das war nicht mehr fest, okay. Wenn wir jetzt auch noch besseres Werkzeug vorher gefunden, wäre natürlich auch ein Traum gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Ja, lustigerweise stelle ich gerade fest, dass ich die ganze Zeit ein Level 2 Schweißgerät mit mir rumschleppe, aber nicht benutze. Was? Das guck ich auch mal in mein Inventar. Ne, schade. Ja, das solltest du dringend benutzen dann. Warum zum Geier ich auch immer das Level 1 Schweißgerät auf der Toolbar hatte, das macht ja gar keinen Sinn. Ich meine, beim Grinder, okay, da ist es sinnvoll, weil mit dem willst du vielleicht Sachen hacken. Ja. Dass es mit 3er nicht so gut geht. Also geht ja, schon, ja. Aber dann ist es halt schnell weg. Ja, ich mag den 3er auch gar nicht so gerne, muss ich sagen. Und wenn es auch gut zum Schnellbauen, finde ich eigentlich ganz nice. Ich habe das mal ausprobiert tatsächlich. Zumindest wenn du mit 10-fach Inventar spielst, was ich halt in irgendwie Let's Play oder Streams meistens tue, weil ich will den Zuschauern ja nicht zumuten, dass sie irgendwie mir beim 30 Mal hin und her rennen zugucken müssen. Wenn du dann da mit halt eben dem 10er Inventar spielst und dem 3er Grinder plus Bildplaner, du bist schneller als jedes Schweißschiff. Das, ja, also schweißen auf jeden Fall, aber so wegschleifen ist, finde ich, immer... so, ja. Der ist zu gefährlich. Aber ich bin halt auch ein Mensch, der das genau umgedreht macht. Ich cutte dafür mehr, aber ich liebe das, wenn ich wenig Inventar habe und mir irgendwas einfallen lassen muss, damit ich nicht so viel laufen muss. Ja, das ist auch cool, klar. Aber das ist aber auch das Schöne. Also ich kenne auch jemanden, der hier wir haben ja auch so einen Community-Server. Mhm. Der ist halt genau darauf ausgelegt, der hat halt alles mit einfacher Geschwindigkeit und einfacher Inventargrößen, hast du nicht gesehen. Ja, also ich sag mal, da muss man schon ein bisschen leiden wollen. Der Anfang ist auf jeden Fall auch übelster Pain, wenn man so Ressourcen farmt. Ist kein Geschenk, aber ja, man kann sich's leichter machen, man kann sich's schwerer machen. Das ist ja das Schöne an Space Engineers, man kann es machen, wie man Bock hat. Genau, und hier mal irgendwie wieder eine spannende Mod rein und dadurch genau. Dann auch jedes Spiel halt irgendwie so ein bisschen wieder unique machen. Ja, und du brauchst halt irgendwie nur so einen Parameter, das klingt jetzt noch ein bisschen wenig, aber also Jetpack wegnehmen, das ändert halt das komplette Spiel einfach, ne? Ja.
Und was ich auch tatsächlich sehr geil fand, war damals dieses Escape from Mars Szenario. Ja, habe ich das auch let's played, ja. Das hat auch mega Spaß gemacht, einfach weil, ja, halt diese ganze Ressourcending auch hier ähnlich wie beim Scrapyard komplett wegfällt. Ja. Und du dann plötzlich halt jetzt irgendwie dir dann Gedanken machen musst, okay, wie komme ich jetzt weiter? Ja, welche Schiffe überfalle ich, ohne dass ich vielleicht ein zu hohes Red-Level kriege, dass sie mich die ganze Zeit attacken und so. Das ist schon echt cool, ja. Ja. Ist so also ziemlich auch das coolste Szenario, glaube ich, würde ich mal behaupten, was ich so kenne. Ja, auf jeden Fall, das war schon echt mega. Ja. Leider aber schon seit ewigen Versionen nicht mehr supported. Da irgendjemand hat's dann übernommen und zumindest lauffähig gehalten. Ah, okay. Dann habe ich nichts gesagt. So, das ist der Teil. Dann muss ich jetzt erstmal wieder da auf den ganzen Seiten. Punk. Wie es jetzt hier gemacht. An der Stelle müsste es dann sein. Ja. An der Stelle ist es. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert mit der Luft, so wie ich mir das vorstelle, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich weiß nicht, ob man Vent auf Förderbandleitung auf Vent machen kann, also von innen nach außen quasi. Das müsste eigentlich gehen. Also ja, das müsste, ist halt so ein Ding, ne? Ja, also ich habe schon irgendwie auf Pertam habe ich es schon öfter gemacht, ohne Förderbandleitung, sondern irgendwie Vent und an den Rücken direkt wieder den nächsten rein. Das hat aber geklappt. Ja, okay. Aber Small Grid auf Large Grid, das mag er wieder nicht, ne? Das könnte wieder keine Ahnung werden. Ne, das haben wir ja in unserer Basis. Das hat nicht so gut funktioniert. Komm da rein. Ja, wahrscheinlich müssen wir einfach nochmal. Ja, wir werden schon irgendwann einen großen finden. Da bin ich mit genau, dran. Einfach raus in die großen finden. Auch wieder gut aus dem Kontext reißen, aber ja. Das so funktioniert mit fast jeder Aussage. Yes. Man muss es nur hart genug wollen. Exakt, ja. Hast du eigentlich irgendwelche Seiten? Nein, hast du nicht. Sieht schon so ein bisschen gekommen, dass wir irgendwie dann demnächst gefragt werden, ob wir noch alle Zacken an der Krone haben. Das wundert mich eher, dass es noch nicht passiert ist, aber ja. Auch richtig. Nee, das funktioniert so nicht, weil ich brauche ja hier. Hier muss frei sein. Warum? Das werdet ihr bei Gelegenheit erfahren. Ich freue mich drauf. Pack alles rein. Energy low. Okay, das muss also prinzipiell frei sein, aber ich setze den jetzt einfach mal hin, damit ich hier wieder anbauen kann und vor allem auch weiß, wie ich hier irgendwie fertig werde. Ist das schon wieder dunkel, hab ich nicht mitgekriegt. Ach, ist es halt immer so. Ja. Okay, wenn man das mal so. Gab's dann nicht irgendwie auch wieder so einen tollen Transition-Block? Bei was denn? Ach, hier so bei einer Stelle, die ich hier gebaut habe. Und tatsächlich gibt's hier was. Bin ich immer ganz happy, wenn ich mal irgendwie eine Situation finde, wo ich die Dinge einsetzen kann und sie dabei nicht total schäbig aussehen, weil sie irgendwelche komischen Winkel produzieren. Also sieht das brauchbar aus. So, dann 5 Minuten sind bestimmt um. Jetzt gucke ich nochmal drauf. Ja, 5 Minuten sind um, ist ein ziemlich guter Hinweis an der Stelle. Ja, das stimmt natürlich auch und ich hänge hier fest. Ah. Dann würde ich sagen, was Markus da auch immer plant, hier zu bauen, weil mein Kopf kriegt es nicht zusammen. Immer noch nicht.
Nee, noch nicht so ganz. Okay, dann ist das wohl etwas für die nächste Folge. Das würde ich auch sagen. Und dann, wie immer, vielen Dank fürs Reinschalten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.